Morgen, liebe Leute, heute gibt's Käsefrühstück. Ja, das muss man mal sagen hier. Da freue ich mich drauf. Ich gehe jetzt in den Laden. Da freue ich mich nicht so drauf. Pass auf das Kotze. Die Katze kotzt uns die Bude zu hier. Wer hat auch so eine Katze, die die Bude zukotzt? Hä? Ja? Wir haben so eine Katze, die die Bude zukotzt. Wie, die ist alt? Die kotzt hoch. Ist auch schon alt. Gut, ab in den Laden. Jetzt ist hier unten richtig warm. Richtig warm gegenüber draußen. Jetzt ist es andersrum. Jetzt haben wir hier unten Wärme und oben ist es angenehm kühl. Jetzt ist es wieder so, dass die Leute runterkommen und sagen: Oh, ist jetzt schön kühl, schön warm hier. Ich pack mal aus alles und dann mach ich auf, Fenster mal und schauen wir mal. Wie zu erwarten ist, ist bei dem Wetter sehr wenig los. Aber es ist ja gerade mal erst um 10 und haben wir noch ein bisschen Zeit. Guten Morgen, es geht los. Was heißt guten Morgen? Also ich habe schön gefrühstückt schon mit der Firma, die der Marco war schon da. Jetzt ist es schon Mittag, schon Nachmittag, 12.20 Uhr. Aber jetzt geht's erst los. Der erste Auftrag kam erst jetzt. Irgendwie müssen sich alle Leute an den Wetterumschwung erstmal gewöhnen, offensichtlich. Kam noch keiner vorbei hier. Und jetzt hier auch nur Lichtproblem. Also vorne funktioniert's. Da ist eine neue Lampe dran. Aber hinten funktioniert es halt nicht. Das liegt meistens hier an den Schutzblechkontakten, die werde ich jetzt überprüfen. An den hier oben oder eben an den hier unten. Und die überprüfe ich jetzt und dann schauen wir mal, ob es wieder funktioniert. Dann werfen wir doch mal einen Blick darauf, bis wohin und wie genau das hier funktioniert. Also das Strom geht bestimmt hier raus. Mit Sicherheit hier oben rein. Entschuldigung, kommt dann hier unten wieder an. Kontrollieren, ob das Kabel komplett ist. Und läuft dann hier in dem Schutzblech. Geht es ins Schutzblech und hier dieser silberne Streifen im Blech, in diesem Kunststoffblech, das ist, der ist leitfähig. Das ist eine Aluminiumfolie. Eine Metallfolie. Und die sollte es leiten. Bis hier zum Ende. Bis es hier wieder rauskommt. Und dann dementsprechend in der Lampe verschwindet. Und die Lampe dann zum Leuchten bringt. Schauen wir. Das funktioniert gut. Hier funktioniert es nicht. Also lösen wir diese beiden Kontakte hier unten erstmal. Schauen wir mal, ob ich die gelöst bekomme. Sollte ja auch nicht kaputt reißen, aber so, die beiden Stöpsel hier habe ich rausgezogen. Zum Kontrollieren nehme ich jetzt dieses Rücklicht und klemme das hier unten ran an die zwei Kabel, die ich jetzt hier rausgezogen habe. Und hoffe natürlich, dass das funktioniert. Dann jetzt schließe ich an.
funktioniert. Ne? Also wissen wir, die Schwachstelle liegt entweder hinten an der Lampe, dass die Lampe selber defekt ist, oder eben dem Schutzblech. Jetzt schließe ich die wieder an hier. Vorher ein bisschen blank machen. Ziehe ich die hier raus. Stecke das Licht hier oben ran. Und drehe. Wie man sieht, passiert hier gar nichts. Also liegt der Fehler in diesem Blech. Irgendwo hier in diesem Blech kommt kein Kontakt zustande. So, das einmal raus, das einmal raus. Jetzt halte ich die nochmal pur an den Schutzblechkontakt daran. Fertig. Tja, das ist für mich eindeutig. Ja. Kabel gerade gewickelt um Schraubenzieher hier, damit es hier so ein bisschen kringelig ist, ein bisschen Federung hat. Jetzt mache ich die Kontakte ran. Ja, das ist alles ein bisschen ruhiger hier, ne? Ein bisschen geschmeidiger. Machen wir nicht so hektische Videos. Hektische Videos mag ich nicht. Ich habe ja auch eben so ein hektisches Video gemacht. Aber also nicht wirklich. Aber so in etwa hektisch geschnitten. Also Windhund, aber welcher Wind? Es gibt ja verschiedene Windhundarten. Es gibt Windhund und Windhund. Und die verschiedene Windhundart gibt es auch noch. Windhund-Entarten. Jetzt wird isoliert.
Da kommt der Schrinkelschlauch drüber. Ja. Where is my lighter, please? Leuchtet. Jetzt schließe ich an. Wunderbar. Also können wir anschließen. Alles funktioniert, so soll es sein. Hier haben wir eine Problematik. Wenn ich die Kette jetzt spanne, dann kriege ich hier die Schaltbox nicht mehr aufgesetzt. Sprich, ich weiß ja nicht, ob ich es verdeutlichen kann, diese Schaltbox, die passt dann hier nicht mehr rauf. Weil sie ja hier an der Schraube anschlägt, wenn die Kette gespannt ist. Jetzt hängt die Kette ja durch, jetzt passt sie rauf. So kann ich es nicht einbauen, also muss ich die Kette auch kürzen. Das mache ich jetzt. Oder schnüffel noch ein bisschen, ich hänge erst die Schnurrbandnadel ein. Ja, knack und ab. For 10 in the morning? Tomorrow? Ja. Ist okay. Ist okay? Great. Thank you so much. Was für ein lächerlicher Tag. Ich habe die ganze Zeit echt nur abgesessen. Es tut mir leid. Ich kann euch überhaupt heute überhaupt nichts bieten. Es war nichts Interessantes irgendwie dabei. Es war alles nur Geplänkel. Der Arndt hat das Moped so weit fertig gemacht, dass es jetzt läuft. Jetzt muss es erstmal frei gebrannt werden. Die Vespa, die ich gekauft habe, die stand 15 Jahre. Die muss jetzt erstmal ein bisschen frei gefahren werden. Die qualmt ganz schön. Ansonsten gibt es nichts zu berichten. Es war
keine Aufträge, bis auf den Auftrag, den ich heute Morgen gemacht habe. Und tut mir leid, manchmal ist es halt so, manchmal ist es eine Langeweile. Hätte ich heute einen Livestream angehabt, ihr hättet mich gehasst. Ihr hättet immer wieder aufgeguckt, wieder nicht los, wieder nicht los, wieder nicht los. Also bin ich eigentlich ganz froh, dass ich den Livestream im Moment nicht habe. Der Computer im Moment nicht funktioniert. Morgen früh kommt der Vater von Dennis vorbei, der wird mir den Computer hoffentlich erklären, nochmal woran es liegt. Ich bin sehr gespannt, werde euch dann natürlich davon berichten, was es war, wo der Fehler lag. Bis dahin sage ich mal feinartig, gute Nacht, schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.